Moin, ihr Lappen. Heute möchte ich mit euch über die Mods sprechen. Und zwar gibt es ja jede Season ganz tolle neue Mods, die wir in die saisonalen Rüstungen sockeln können. Und mit der aktuellen Season haben wir ganz seltsame Mods von den Obelisken bekommen. Und viele wissen vielleicht gar nicht, wie funktioniert denn der Käse. Also nochmal zur Erinnerung: Wir haben mit der Season of Opulence wie hier zum Beispiel einen opulenten Rüstungsmod erhalten, wo wir irgendwelche Sachen sockeln können für zum Beispiel die Krone des Leids und irgendwelche Char-Mods und so weiter und so fort. Das ist ganz toll. Dann in der vorangegangenen Season haben wir quasi den unsterblichen Mod bekommen oder die Möglichkeit, unsterblichen Mods einzufügen mit diesem ganzen Albtraumkäse von dem Mond und so weiter und so fort. Und die aktuelle Season hat nämlich hier einen Dämmerungsrüstungsmod-Slot. Und ihr seht hier schon, hier gibt es ein paar Mods, die wir quasi zu Beginn schon bekommen können. Mehr Mods können von den Obelisken gekauft werden. Und jetzt steht hier zum Beispiel, werde mit Licht aufgeladen. Was ist denn das? Wie funktioniert denn das, werde mit Licht aufgeladen, und was bringt mir das? Okay, ich erkläre es euch. Also, ihr seht hier, das sind grüne Mods. Diese grünen Mods sind quasi die Mods, die dafür Sorge tragen, dass ihr mit Licht aufgeladen werden könnt. Während zum Beispiel hier dieser gelbe Mod ein Verbraucher ist. Ja, das heißt, wenn ihr mit Licht aufgeladen seid, wird dann der gelbe Mod erst aktiv und damit könnt ihr euer Licht, das ihr euch aufgeladen habt, quasi auch benutzen. So, fangen wir mal ganz vorne an. Hier steht, werde mit Licht aufgeladen, indem du Sphären des Lichts aufnimmst. Okay, das probieren wir jetzt mal aus. Und zwar habe ich das Ding hier reingesockelt. Ihr seht hier, werde mit Licht aufgeladen, indem du Sphären des Lichts aufnimmst. Sphären des Lichts. Jetzt wollen wir hier mal eine Sphäre des Lichts erzeugen. Ein oder zwei, kommt schon. Da ist eine. Zack, jetzt habe ich eine aufgenommen und es ist nichts passiert. Absolut nichts passiert. Das können wir jetzt hier den ganzen Tag machen. Hier irgendwelche Viecher killen, Sphären des Lichts einsammeln. Und ihr seht anhand meiner Buffleiste, es tut sich einfach nichts. Profi-Tipp: Es wird sich erst dann was tun, wenn wir auch einen Verbraucher in unserer Ausrüstung gesockelt haben. Also, wie gesagt, grün. Damit können wir uns mit Licht aufladen lassen, aber wir müssen irgendwo noch hier so einen gelben Mod sockeln, damit wir unsere Lichtladung auch irgendwie nutzen. Das werde ich jetzt tun. Ich werde jetzt hier in diese Ärmel, zack, diesen gelben Mod reinfeuern. Und ihr seht ja schon, wenn ich mit Licht aufgeladen bin, dann kriege ich Bonusschaden. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ein Kritschuss mit der Knifte hier macht 1634 Schaden, alles soweit so gut. Der stirbt jetzt vor sich hin, den machen wir jetzt auch platt. Jetzt schnappe ich mir hier wieder eine Lichtkugel und tatsächlich, ich bin mit Licht aufgeladen. Ihr könnt es hier sehen. Und wenn ich dem jetzt hier so einen Crit reinballer, sind es auf einmal 1900 irgendwas Schaden. Das heißt, es funktioniert wirklich so. Ihr müsst irgendwie Mods sockeln, die euch dazu befähigen, dass ihr mit Licht aufgeladen werden könnt. Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Und ihr müsst gleichzeitig aber auch einen Verbraucher irgendwo in euren Rüstungen gesockelt haben. Und dann könnt ihr genau das machen. Ich zeige es euch nochmal. 1600 ohne irgendwelche Buffs. Jetzt bin ich mit Licht aufgeladen. Und jetzt sind es 1900. Das war also schon das ganze Geheimnis. Was ihr jetzt tun müsst, ist, geht zu den Obelisken, guckt euch an, was für coole Mods es da gibt und sucht euch am besten die aus, die zu eurem Spielstil passen und sockelt es genau so, wie ich euch das gerade erklärt habe, und schon könnt ihr davon profitieren. Das war schon kurz und schmerzlos. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich. Bis dahin!